Topfgucker TV empfiehlt. Hallo, schönen guten Tag. Wieder mal im Restaurant Daniel und wieder mal wird es was ganz sommerlich Leichtes geben, was unkompliziert nachmachbar ist, was gut aussieht, was gesund ist, was Appetit macht, was die Gäste beeindrucken wird, wo man die ganze Hingabe spürt, was der Gastgeber für die Gäste empfindet. Ja, klingt total toll, ist ganz simpel, deswegen mitkommen. So, Tomate Mozzarella, da hat ja jeder ein Bild vor Augen, wie das aussieht. Wir haben natürlich jetzt gerade die Mega-Tomatensaison, das heißt, wir haben Tomaten in einer Vielfalt, die ist das ganze Jahr über nicht verfügbar, aber deswegen machen wir das ja jetzt zur Zeit, weil jetzt sind die da. Das heißt, wir haben ganz viel Basilikum, den werden wir nicht komplett verarbeiten. Dann haben wir Salat, wir haben Cordifol, wir haben Sauerklee, Afilakresse, das ist alles Gärtnerei Adam. Dann haben wir von Lose aus Pirna ganz viele bunte Tomaten und die ziehen wir ab. Wir schneiden die also nicht bloß einfach klein, sondern wir ziehen die kurz ab, damit die Haut weg ist. A, sieht besser aus, B, lässt sich es leichter essen. Und wenn wir die ein bisschen marinieren, nehmen die Tomaten auch besser den Geschmack an. Und dabei, ich nehme den Strunk immer raus, der muss ja eh weg. Hinten kurz nur einpieksen, also nicht diese Schlitze reinmachen wie bei einer Grilltomate. So, das Wasser muss kochen zum Abziehen, ganz wichtig, dass die nicht bloß im heißen Wasser rumliegen. Bis das Wasser kocht, können wir schon mal das spektakuläre Dressing machen. Joghurt. Wir nehmen natürlich den fetten Joghurt mit 10%, weil es ist ein Geschmacksträger und meine, sonst wird es ja irgendwann zu gesund. So, wunderbar. Dann kommt da rein etwas weißer Essig, Balsamico, nicht zu viel. Etwas Olivenöl. Und das sind wieder keine Rezepte notwendig, man sieht es einfach. Und wenn man 10 Milligramm mehr oder weniger nimmt, das spielt wirklich keine Rolle. Etwas Salz, so, viel Basilikum. Da eignet sich jetzt am besten der ganz stinknormale grüne Basilikum, weil der einfach unglaublich aromatisch ist. Und das wächst ja im Garten auf dem Balkonkasten, Wochenmarkt, also an Basilikum kommt man gerade jetzt zur Jahreszeit auch relativ günstig ran, sodass man nicht weinen muss, dass man jetzt hier im Winter, sage ich mal, 44 Euro für eine Handvoll Kräuter ausgibt, sondern zur Zeit ist es ja wirklich irre, wie günstig man frische Sachen bekommt. So, wie gesagt, kann gar nicht genug sein. Und jetzt mit dem Zauberstab. Und ich glaube, deswegen heißt das Ding Zauberstab, weil wir in 10 Sekunden aus ein paar Zutaten ein geniales Dressing gemacht haben. So, jetzt kocht auch das Wasser schon. Das heißt, wir können die bunten Tomaten abziehen. 10 Sekunden ist so eine kleine Regel. Die werden halt nur blanchiert. Das heißt, kurz überbrühen, ist so ein bisschen sortenabhängig und Reifegrad abhängig. Sobald an den eingestochenen Stellen sich die Haut löst, ist es fertig. Und da können die schon wieder raus. Das heißt, die kommen direkt ins kalte Wasser. Und die werden ja nicht warm in dem Sinne, die bleiben quasi roh, weil Blanchieren ist ja kein Garverfahren, wie viele in der Werbung behaupten, sondern ein Vorbereitungsverfahren. Wupp, fertig. Ja, das macht man gelegentlich. So, und jetzt kommt der eigentliche Gag. Hier ist eine Schüssel. So, jetzt ziehen wir die Haut ab. Natürlich leidet jetzt die Optik etwas. Ne? Also das ganz Feine von der Schale geht, die feine Struktur ist futsch. Ne? Das sieht halt nur der Schale so aus. Das Fruchtfleisch nicht. Aber trotzdem bleibt es ja bunt und es lässt sich ganz einfach besser essen, wenn die Schale weg ist. Und auch grüne Tomaten sind nicht unreif, es ist die Sorte, dass die grün bleibt. Also die fällt auch überreif vom Strauch, ist immer noch grün. Das heißt Schokoladentomate, aber ich weiß nicht warum, weil ich bilde mir ein, die schmeckt nicht nach Schokolade. Und sieht auch gar nicht aus wie Schokolade oder Kakaotomaten. Es gibt so viele Sorten, deswegen ich sortiere die nach Farbe. Ich kann mir das nicht merken. So. Und jetzt auch weiter nichts als die etwas zu marinieren. So, und was bei Tomate ja auch ganz witzig ist, ich habe es bereitgestellt, bringt etwas Glanz, ist etwas Puderzucker, weil Tomate ist, hat ja eine gewisse Säure, hat aber, wenn sie reif ist, auch eine gewisse
Süße. Und die unterstützen wir quasi mit den Zutaten. So, jetzt sind wir eigentlich auf das Ziel geraten schon. So, das heißt, dadurch, dass das so mega geniales Dressing ist, das Ganze etwas dünner mit Buttermilch gemacht, wäre auch eine geniale Suppe. Buttermilch, Basilikum, Suppe. Ne? Und dann haut man einfach ein paar Kirschtomaten als Einlage rein. Wäre auch eine witzige Sache. So. So, und jetzt natürlich nicht alles. Hier haben wir ordentlich einen Büffelmozzarella. Da reichen jetzt mal fürs Foto 3 Stück. Den können wir damit marinieren. So, und jetzt, das reicht für viel mehr Leute, aber ich kann hier nur ein Stück Tomate, wie heißt's, abziehen. Aus dem Grund kommt der Rest zurück. Und wir schneiden einfach jetzt ein paar Stücke, auch verschieden. Von der einen Sorte gibt es eben jetzt mal ein Dreieck. So, die Kakao oder dunkelbraune, braune, hellbraune, keine Ahnung. Auch die Farben kann ja jeder für sich entscheiden. Man kann ja auch Kirschtomaten nehmen. Dann die Mozzarella. Ja, und jetzt wird es im Prinzip, jetzt wird es persönlich, weil jetzt gehen wir her und dekorieren das. Und aufgrund der Menge des Dressings müssen wir die Blattsalate auch nicht mehr extra nochmal marinieren. Kann man natürlich. Die habe ich extra rausgesucht. Das ist, wenn Courtifol blüht, hat er so eine mega schöne Farbe. Ich finde das total niedlich. So, dann etwas Frisee. Frisee hat den Vorteil, leicht bitter, dann kraus, hell. Das macht unheimlich immer was aus. Auch fürs Foto. So, schwuppdiwupp. Dann auch von Adam. Dann war futsch, schade. Aber ja, noch ein Blatt. Das ist brasilianischer Sauerklee. Klingt weit weg, aber ist Gärtnerei Adam definitiv Dresden. Ach, ist das nie niedlich. So, dann haben wir noch ein bisschen Loro Rosso. Wie gesagt, da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Die Hauptsache sieht am Ende schön aus. Hier haben wir noch ein paar Afila-Krissensprossen. Schwuppdiwupp. Und jetzt, weil es gerade da ist, ein paar Basilikumblüten. Die stehen nicht immer zur Verfügung, aber wir sind ja hier privilegiert bei unseren Lieferanten. So, und dann haben wir noch ein paar schöne kleine Blättchen vom Basilikum. Fürs Fernsehen nehmen wir natürlich jetzt die schönsten, ist auch klar, ne? So, wir nähern uns dem Ziel. Tomate, Mozzarella. Ein Haufen Verluste heute hier. Ne? Ja, ein kleines Fitzelchen noch vom Friesee. So, als Blickfang in die Mitte. Ja, fertig. So, Tomate, Mozzarella, mal etwas anders. Hat nicht viel länger gedauert, ne? Aber geschuldet der Saison, gerade sieht es deutlich schöner aus, finde ich. Und das kann man schon mal machen, oder? Ja. Also, wenn es keiner will, esse ich es. Ansonsten, Christiane, du? Gut. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de